Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem neuen Video Cuddies Wins and Fails. Ich mache mich jetzt schon mal auf den Weg. Ich nehme heute am Update-Tag auf und werde jetzt mit Classy Girl, die ja es leider nicht ganz bis Level 6 geschafft hat bislang, werde ich jetzt am Pony-Championat teilnehmen, wenn ich es dann noch rechtzeitig schaffe. Ich blicke auf die Uhr. Ich habe nämlich nur noch 3 Minuten. Also Lieben, ich werde mich jetzt beeilen, zum Championat zu kommen. Mache einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich beim Pony-Championat angekommen. Ich sehe hier auch schon andere Welsh-Ponys stehen. Ganz viele andere von den alten Ponys auch noch. Ich bin gespannt, wie wir uns gleich schlagen. Das ist für mich heute mehr oder weniger außer Konkurrenz, weil ich mir hier keine großen Chancen ausrechne. Ich möchte einfach mit Classy hier mal mitreiten. Und ja, schauen wir gleich mal. So, noch 4 Sekunden, bis die Gruppen zusammengestellt werden. Also hier ist echt einiges ist hier los. Was ist das denn für ein Shirt? Was hat denn hier die Grace an? Das sagt mir gar nichts, das Shirt. Das kenne ich echt gar nicht. Sieht aber gut aus auf dem Schwarzen. Warte, Wettbewerbsgruppe wird erstellt. Ja, ich bin jetzt ja mal sehr gespannt. Ich bin ja lange Zeit gar nicht mehr beim Pony-Championat mitgeritten. Das letzte Mal war im Stream, glaube ich. Ich glaube, das letzte Mal war im Stream und einmal in Wins and Fails. So, Wettbewerbsgruppe 3 bin ich geworden. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Alte. Ich sehe hier 5 Alte. Wer macht denn hier alles mit? Die Adele Dawnpie, die Ashley Eagerly, Ruby Slowbridge, die Anne Neidhart, die Felicia Beebridge, Nova Southburg, Violet Discostone, Nelly Foxon, Alma Crazy Garden. Wen haben wir hier denn noch alles, der nicht in der Liste ist? Da hinten steht die Anne. Hier hatten wir die Philippa Rainside, haben wir hier noch. Dann haben wir hier die Madison Disco Haven. Hatten wir die? Nee, die hatten wir noch nicht. Die Antonia Masterkeep, okay, interessanter Nachname, habe ich noch nie gelesen. Die Aneshka Spiderbridge sehe ich hier auch noch. Die Judith sehe ich hier. Judith, wie weiter? Judith Eastlake sehe ich hier noch stehen. Habe ich hier noch irgendwann jemanden übersehen? Die Rose da hinten, die Rose Silent Blanket sehe ich da noch stehen. Wen haben wir denn hier sonst noch? Ich glaube, das waren alle. So, ich bin ja einfach mal total gespannt. Was haben wir denn hier so für Level? Haben wir 4, dann haben wir hier, ich guck mal hier bei den 9 durch. Dann haben wir hier 2, dann haben wir hier 1. Mal schauen. Hier, Summer Queen. So, wollen wir doch mal schauen. Ich habe gesehen, man kann hier abkürzen, man kann hier übelst abkürzen. Genau, die beiden haben das gemacht, aber ich habe keinen Plan. Ich habe das bislang noch nicht ausprobiert. Ich muss das unbedingt mal ausprobieren, dass ich auch mal weiß, wo man da jetzt genau lang reiten muss, wo man da abkürzen muss. Wow, ich bin leicht hängen geblieben, dann bin ich aus der Kurve gedriftet. Oh no. Da vorne, das Dunkle, das ist die Summer Queen. Die ist Level 15, das Pony. Deswegen bin ich jetzt gerade echt mal gespannt, wie wir hier davon kommen. Aktuell liegt eins der alten Ponys in Führung. Die Ruby Slowbridge und ich verhalten uns hier gerade mit den Welsh Ponys. Der Rest wird noch von den alten Ponys bestimmt. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, guck mal hier. Ich will nur mal kurz anmerken, dass Classy Level 4, Level 5 ist. Und das hält mit den alten Ponys, das Welsh Pony. Von daher ganz klar. Oh nein. Wow. Bis zu diesem Punkt ganz klar ersichtlich, dass es definitiv schneller zu sein scheint als die normalen alten Ponys. Das heißt, man ist momentan bei Pony-Championaten definitiv wieder besser bedient. Oh, jetzt bin ich hier auch noch komplett vorbeigeritten. Oh Gott, wenn man eines der neuen reitet. Yay! What? Ich lerne fliegen! Somewhere over the rainbow. Ja, ich bin hier gleich komplett raus. Ist mir jetzt, ich will jetzt hier den Zaun schaffen. So. Egal, herzlichen Glückwunsch an die Anne Neidhart, die Ruby Slowbridge, die ja das neue Pony geritten ist. Und auf dem 3. Platz habe ich gerade nicht gesehen, wer da ist.
am Ende nochmal mächtig gefailt, aber es hat mir gereicht, um das zu sehen, was ihr sehen wolltet, nämlich, dass die neuen Ponys schneller sind als die alten Ponys. Herzlichen Glückwunsch an die Layla Greyland, an die Ruby Slowbridge und an die Anne Neidhart. Und damit bis zum nächsten Mal mit den Wins and Fails. Tschüss!